Papa? Ja, mein Sohn? Wie werden eigentlich Kinder gemacht? 10 Dinge, die Sie nicht tun sollten, wenn Sie Ihr Kind aufklären. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Da habe ich ein gutes Filmchen für dich auf meinem Handy. Warte mal ganz kurz. So, hier, zum Angucken. Das kann ich jetzt, weiß ich, also ehrlich gesagt kann ich dir nicht sagen, weil ich war das sowieso nicht, war, keine Ahnung, ist wahrscheinlich auf irgendeinem Hinterhof passiert oder so, aber am besten fragst du da mal deine Mutter, weil die weiß ja sowieso besser Bescheid. Ich war es sowieso nicht. Achso, das ist eigentlich ganz einfach, ja, also deine Mutter und ich, wir haben gef***t, ja, wir haben richtig gef***t, ja, also die Nacht ist, weil ich hab die durchgehend gef***t, deine Mutter, in ihre kleine gef***t rein, ja, und es war wirklich eine geile Nacht, ja, und dann hab ich ab. Boah, der beste Orgasmus meines Lebens, ja, und dann bist du raus entstanden, ja, aber, boah, er richtig durchgenommen, deine Mutter. kann das sein, dass du deine Freundin genagelt hast? Kann das sein? Immer wenn die schwanger ist, dann sagst du es mir bitte jetzt. Die ist doch noch so jung, aber sagst es mir, wenn dann jetzt, bitte, wenn die schwanger ist. Pass auf, das ist eigentlich ganz einfach. Also es gibt das Auto und es gibt halt eine Garage. Und das Auto muss halt in die Garage reinfahren. Und so entstehen Kinder. Und dein Auto sollte niemals in fremden Garagen geparkt werden. Achte stets darauf, mein Sohn. Willst du mich eigentlich verarschen, Junge? Hast du in Bio nie aufgepasst? Bist du zu dumm dafür, das zu verstehen? Dein IQ maximal auf Level 20, ja? Ich meine, es ist peinlich. Peinlich ist das. Pass auf, ich erkläre es hier einmal und dann war's das. Kinder werden vom Storch gebracht. Wer das nicht weiß, ist ein Idiot. Hier, Vollidiot. Ja, guck mich jetzt nicht so doof an. Geh mal weg hier. Vollidiot. Wie kann man das nicht? Peinlich. Peinlich! Oh, hör mal, wo fragst du mich Dinge? Du, warte mal kurz. Am besten frage ich direkt mal deine... Irmgard! Du, unser Sohn, der fragt, wie Kinder gemacht werden. Würden wir es ihm nicht einfach direkt mal zeigen? Gut, du, deine Mutter, die kommt gleich. Und dann werden wir dir das einfach mal zeigen, wie das geht, ne? Boah, hör mal, dass du mich das fragst, das ist wirklich witzig, ja? Durch 2 Kondome bist du durchgeschwommen, ja? Durch 2, ja? Und dann kommt das Beste. Deine Mutter hat zu der Zeit die Pille genommen. Aber auch das war für dich kein Problem. Schwupp, und schon war sie schwanger. Und jetzt kommt der Burner. 3 fucking Abtreibungen hast du überlebt. Also ich meine, was bist du überhaupt? Hä? Bist du dumm oder so? Kinder werden geboren, nicht gemacht. Geboren heißt das Wort, ja? Die kommen durch, im Bauch sind die Kinder und dann werden die geboren. Ganz einfach, wenn nicht gemacht, du Idiot. Er hat doch nicht gemacht hier. Spasti.